Ja, lass uns loslegen. Gut. Herzlich willkommen zum Mountainbike-Podcast Pokal oder Spital, dem Mountainbike-Podcast von mtbnews.de. Und wir sind bei der Episode 13, pünktlich nach 2 Wochen, nach längerer Zeit mal wieder. Und ich begrüße, wie immer, in Wiesbaden den lieben Moritz. Ja, hallo, aber ich bin gar nicht in Wiesbaden. Oh, du bist. Oh, nee, wo bist du in Freiburg nochmal, ne? Bist du Nee, in ich bin in Freiburg? Todtnau? Lenzerheide. Ach, Ich bin in der Lenzerheide. Du Schweiz. bist ja schon in der Lenzerheide, Ja. stimmt. Ja. Stimmt, das ist so teuer jetzt mit dir zu telefonieren. Nee, dank EU-Roaming kann ich hier kostenlos podcasten. Schweiz ist aber nicht EU. Ja, Ja, die Schweiz, die ist doch immer eine Ausnahme. Nee, ist sie nicht, habe ich schmerzlich festgestellt, als ich im Frühjahr dort Echt? war. Als du mit Ja, okay. 180 geblitzt worden bist. Nee, aber mit 180 € Telefonrechnung nach Hause gegangen bin. Oje. Also, der 100, Ja, ich also. begrüße auch den 180 € Telefonmann in Brandenburg, nicht in Berlin. Oder bist du gerade auch irgendwo, bist du in Bratislava gerade oder so? Nee, ich bin hier in Brandenburg unterwegs, beziehungsweise nicht unterwegs, sondern zu Hause. Ich Okay. grüße euch auch hier aus dem sonnigen und trockenen Brandenburg. Ja, der liebe Markus und ich, Hannes, grüßen wir immer aus Lemgo. Und ja, Folge 13 schon. Hättet ihr das gedacht, dass wir so lange schon durchhalten? Folge 13. Ich schon, ja. Wahnsinn. Ja, aber dass wir uns nicht verletzt haben in der Zeit. Apropos, kommen wir direkt zum Thema. Selten so einen smoothen Übergang Ja, gehört. der war sehr, sehr Du mit dem solltest DJ Holzhammer, der werden. Übergang. Ja. Ja, was meinst du, warum ich kein Hochzeits-DJ mehr bin? Apropos Holzhammer. Ja, genau. Apropos Holzhammer. In der Schweiz wird fleißig gesägt für eine World Cup. Nee, auch falsch. Ach, für die Ja. WM. Ach, Mensch, irgendwie vergeigen wir das heute. Na. Okay, ja, aber bleiben wir tatsächlich beim Thema Verletzung. Moritz, du weißt mehr. Ja, ich weiß Worum, mehr. warum, wo sprechen wir drüber? Wir fangen einfach mal an mit einem Shoutout für unseren lieben Kollegen Gregor, den es am Samstag am letzten Wochenende ziemlich zerbeutelt hat. In Todtnau im Bikepark ja, hatte er einen kleinen Sturz und hat infolgedessen einen Flug im Helikopter gewonnen. Leider nicht im Herzblatt-Helikopter, sondern in die Uniklinik nach Freiburg, wo er jetzt liegt. Und er hat beide Handgelenke gebrochen, ein Schlüsselbein gebrochen und einen Ellenbogen, der auch nicht mehr ganz taufrisch ist. Liegt er jetzt im Krankenhaus? Er hat mir schon gesagt, das WLAN funktioniert gut. Er hat ein Netflix-Abo und einen Spotify-Account. Ja, aber geht ihm jetzt natürlich nicht ganz so toll. Er wartet, glaube ich, aktuell auf seinen OP-Termin. Von daher, lieber Gregor, falls du uns zuhörst, gute Besserung. Gute Besserung. Gute Besserung. Sei bald wieder Und da. sein Bus ist auch noch kaputt gegangen. Was ist mit Ja, dem passiert? da ist der Turbo im Eimer. Ach so, aber jetzt nicht so Straßengraben oder sowas, sondern Nee, eher das nicht. mechanischer Also, Defekt. ja, Ach Mensch. Altersschwäche. Ja. Ja. Ja, Ja, ist aber auch, was für mich immerhin jetzt hat er bisher noch natürlich. nie Probleme gehabt mit dem Bus, ne? Der ist ja bisher immer super Ja. gelaufen. Ja. Ja, ist jetzt für mich natürlich auch ein bisschen schade, weil ich eigentlich zusammen mit Gregor hier zur Weltmeisterschaft in die Lenzerheide fahren wollte. Und daraus ist jetzt nichts geworden, weil Gregor eben im Krankenhaus liegt. Und ich sitze jetzt hier alleine in der schönen Schweiz. Ich habe gerade mal aus dem Fenster geguckt. Der Regen hat aufgehört, die Sonne ist rausgekommen, aber oben auf den Bergen liegt Schnee. Und ich bin gespannt, wie das zum Wochenende zum wohl wichtigsten Rennen des Jahres werden wird. Ja, hier ist sonnig nicht mehr, aber auch kein extrem schlechtes Wetter und 20 Grad. Es geht noch. Wie ist bei dir da drüben im Osten? Ja, 30 Grad, blauer Himmel. Natürlich, kannst du dich erinnern, Hannes, als ich letzte Woche meinte, für Donnerstag wäre Regen angekündigt? Ja. Und ja, rat mal, kam Ja, natürlich war wieder kein nix, Regen. oder? Es ist Ja, einfach okay. so krass. Ja, es ist aber tatsächlich ja, an die 30 Grad heute warm. Beschwere ich mich aber ausnahmsweise mal nicht. 30 Grad, krass. Okay, Okay, genug über das also, Wetter geredet. genau. Lasst uns mal besprechen, ob wir heute Bier trinken und über was für Themen wir uns unterhalten werden in unserem schönen 13. Podcast. Jo. Ich trinke Bier, und zwar alkoholfreies Bier.
Es ist endlich angekommen. Ich habe es mir nämlich letztes Mal bestellt. Zwei verschiedene alkoholfreie Biere. Ich trinke einen Wolfscraft brutal alkoholfrei IPA. Das heißt tatsächlich brutal alkoholfrei. Ich habe es jetzt schon mal ein paar Mal getrunken. Ich werde es jetzt auch hier nochmal verköstigen und werde nachher mitteilen, ob ein alkoholfreies IPA funktioniert oder nicht. Klingt total spannend. Ist mir so noch nicht unter die Fittiche gekommen, irgendwie ein alkoholfreies IPA. Klingt interessant. Bin gespannt, was du sagst. Jo. Ja, Markus, trinkst du was? Ich setze heute mal aus. Ich habe so viel zu tun und wenn ich mir jetzt irgendwie das Bier reinstelle, dann funktioniert es nachher nicht mehr so gut mit dem Arbeiten. Deswegen setze ich heute einfach mal ganz Kess aus. Ja, würde ich mich direkt anschließen. Ich trinke nämlich hier ein Käffchen. Gut, dann mache ich auch. Das ist Neudeutsch für Kaffee. Ja. Ja, Prost dann. Jo. Moritz, ne? Prost. Schütt dir noch einen Rum in den Kaffee oder so? Ja, lecker. Doch ein Eierlikör dazu. Oh, so ein leckeres Likörchen. Ja, ja. Ah, oh, super Eierlikör, ja. Einer noch, dann ist aber Schluss. Alles cool. Ja, gut, Themen. Themen. Okay. Hannes, denk dran, dein IPA hat keinen Alkohol. Über was unterhalten wir uns heute? Ja, ich würde sagen, World Cup. Ein bisschen WM und immer cool. Okay, ja, also wir fangen, würde ich sagen, geben das Mikro direkt mal an Moritz und unterhalten uns nochmal über den World Cup, den letzten, denn es war ja ein sehr entscheidender World Cup noch in, zumindest bei den Damen, bei den Herren und Junioren, Juniorinnen war ja, soweit ich weiß, alles erledigt. Aber Moritz, erzähl doch mal, wie war es in La Bresse? Ja, in La Bresse war es ich wollte gerade sagen, in La Presse war es super, aber das ist eine Lüge. In La Presse war es furchtbar kalt und regnerisch. Ja. Ich bin mal irgendwie, als ich 7 oder so war, mit meinen Eltern bzw. mit meiner Familie in den Osterferien an den Biggesee gefahren im Sauerland. Oh, schön. Und dann haben wir einen Segelurlaub gemacht bei 3 Grad und Nieselregen. Und an diesen Urlaub hat mich der World Cup in La Presse erinnert. Gehe ich gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Ich würde trotzdem noch kurz sagen, über was für Themen wir uns heute unterhalten. Das hast du elegant übersprungen. Wir unterhalten uns kurz über das World Cup-Finale in La Presse. Ein regenreiches Rennen in Frankreich. Dann natürlich unser großer Ausblick auf die Weltmeisterschaft in der Schweiz. Die steht am Wochenende an. Und dann gehen wir noch auf ein paar Themen ein, die in den letzten beiden Wochen auf unserer schönen Website relevant waren. Fox hat ein elektronisches Fahrwerk präsentiert, das wie oft in der Sekunde denkt es mit? 1000 Mal. 1000 Mal. Dann haben wir derzeit einen sehr, sehr spannenden 29er-Test am Laufen. Da würden wir auch noch ganz kurz drauf eingehen. Und wenn da noch Zeit ist, dann erzählen wir noch einen Schwank aus unserem Leben. Genau. Ein kurzer Schwank vom Biggesee. Wusstet ihr, dass der Biggesee, dieser See ist aus der, ich meine, Markus guckt wenig Fernsehen oder kein Fernsehen, aber in der Krombacher Werbung ist auch immer so ein epischer See, ne? Das ist der Biggesee. Ach, ich dachte, das wäre das Bilmericher Forellenzauchbecken, was die da immer sagen. Den ist wohl nicht wenn so. Wenn man ganz genau guckt, dann sieht man den Tresor noch funkeln an der einen Ecke. Etwas Algen bewachsen. Ja. Gut. Okay, La Bresse. World Cup am Biggesee. Das Saisonfinale fand in La Bresse statt am, ist jetzt gut eine Woche her. Das siebte und letzte Rennen des Jahres. Es war eigentlich im Vorfeld nicht mehr ganz so spannend, weil Amaury Pierron schon die World Cup Gesamtwertung in der Tasche hatte. Bei den Juniorinnen hat auch Wally Hoel bis dato alle Rennen gewonnen. Die war auch nicht mehr von der ersten Position zu verdrängen und bei den Junioren genauso. Spannend war es noch bei den Damen. Da gab es einen Zweikampf zwischen Rachel Atherton und Tiny Seagrave, den letzten Endes Rachel Atherton für sich entschieden hat in einem, auch wieder sehr knappen Saisonfinale. Hat so ein bisschen die ganze Saison wieder gespielt. Am Ende hatte Rachel Atherton knapp die Nase vorne, aber das war so das große Duell dieser Saison. Ja, ansonsten, das Highlight des Wochenendes war natürlich, dass mal eben ein Fahrer aus der Enduro World Series bei einem Downhill-Weltcup an den Start gegangen ist und
alle Fahrer versägt hat. Martin Mays hat gewonnen. Es war der erste Belgier überhaupt, der einen Donald World Cup gewonnen hat. Geil. Und ja, das konnte niemand so richtig fassen. Und wahrscheinlich kann es auch immer noch niemand so richtig fassen. Und wird wahrscheinlich auch nie wieder passieren. Täuscht dich da mal nicht. Also ich hab's... Ah, vielleicht hat er ja Blut geleckt jetzt und wir sehen ihn demnächst öfter. Ja, also er ist bei dem Rennen an den Start gegangen, weil er sich eigentlich nur auf die WM in der Schweiz vorbereiten wollte. Da ist er eben vom belgischen Verband nominiert. Als Downhiller jetzt auch, ja, oder? Ja. Genau, als Downhiller. Und er hat aber auch schon gesagt, dass er nächstes Jahr definitiv bei mehr Downhill World Cups an den Start gehen will. Das ist natürlich eine Doppelbelastung. So ein bisschen normaler ist der Weg andersrum, dass ehemalige Downhill-Fahrer oder auch aktuelle Downhill-Fahrer dann in der EWS antreten. Hm. Hat man zum Beispiel bei Sam Hill gesehen, der den Übergang gemacht hat aus auch Richie Root kommt eigentlich aus dem Downhill. Auch halbwegs erfolgreich, Sam Hill. Ja, genau. Man hat schon von ihm gehört. Und Martin Mays ist eigentlich nur als Enduro-Fahrer bekannt. Und er ist auch einer der jüngsten Fahrer in der EWS. Also ich glaube, da könnte er immer noch bei den Junioren an den Start gehen, auch wenn er schon seit gefühlten Ewigkeit dabei ist. Weil er schon als 16- oder 17-Jähriger in der EWS gefahren ist und jetzt ist er Anfang 20. Man denkt die ganze Zeit, ja, Martin Mays ist so ein etablierter Fahrer, ist bestimmt schon so Mitte oder Ende 20, aber der ist eigentlich noch blutjung und insgesamt einfach ein extrem guter Mountainbiker. Also egal ob Enduro oder Downhill oder Forecross, das kann er alles wahnsinnig gut. Deswegen, klar, es war schon eine Sensation, dass er gewonnen hat, aber zumindest so ein kleiner Geheimfavorit in La Presse war er schon. Er hatte auch kurz vorher überlegt, ob er, glaube ich, mit dem Enduro oder mit dem Downhiller an den Start geht, ne? War es nicht so? Genau, da haben sie sich beim Trackwalk drüber unterhalten. Jetzt nicht mal unbedingt, weil die Strecke in La Presse nicht eines Downhill-Weltcups würdig war. Es war eigentlich eine sehr, sehr coole Strecke, die sich sehr stark eingefahren hat über das Wochenende, die sehr wurzelig war. Obwohl sie nur 2,5 Minuten lang war, haben viele Fahrer gesagt, dass es einfach unfassbar anstrengend ist, wenn man ständig irgendwie die Geschwindigkeit halten muss, in die Pedale treten muss und so weiter. Ich glaube, bei Martin Mays war es einfach so ein bisschen der Hintergrund, dass er dieses Jahr nichts anderes gefahren ist als sein Enduro-Bike. Ähnlich wie Sam Hill letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft in Australien, bei der Downhill-Weltmeisterschaft, wo er auch auf seinem Enduro-Rad an den Start gegangen ist. Da haben dann auch wieder ein paar Leute gesagt, ist ja hier keine richtige Downhill-Strecke, wenn da jemand mit seinem Enduro an den Start geht. Aber es sind einfach, also am schnellsten bist du einfach auf dem Rad, was du am besten kennst. Erinnere mich auch an Christian Textor. Genau. Der die deutsche Meisterschaft auch auf dem Enduro gewonnen hat. Zweiter ist er geworden. Ach, Zweiter, Bei der Downhill-Meisterschaft. Genau, Zweiter hinter Max Hartenstern. Ja. Aber kurz davor ist er auf demselben Rad deutscher Enduro-Meister geworden. Ach, das und ist meinte dann bei ich, der, ja. Ja, ist dann bei der deutschen Meisterschaft auch auf seinem Enduro-Rad an den Start gegangen. Auch da war es dasselbe Spiel. Er hat einfach sich für das Rad entschieden, weil er dieses Rad zu 95% der Saison bisher gefahren ist und das einfach am besten kennt. Ja, kann man übrigens auch in unserer letzten Episode nachhören. Da hatten wir das ja auch zum Thema. Ja. Jo. Ja, und ansonsten, La Presse, das Rennen ist ziemlich ins Wasser gefallen. Also es waren wirklich ekelhafte Bedingungen, so unter 10 Grad und Dauerregen. Eine sehr, sehr schlammige, zähe Strecke. In der Qualifikation gab es schon so eine kleine Überraschung, weil G. Atherton sich auf Platz 1 qualifiziert hat. Krass. Womit auch sehr geil. Nicht so viele Leute gerechnet haben. Das ist 4 Jahre her, dass er mal was gerissen hat. Das ist richtig, ne? Ich glaube, 2014 war er Weltcup-Sieger. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr lange her. Ich weiß gar nicht, ob er danach noch mal ganz oben auf dem Podium stand. Ich glaube nicht. Er hat jetzt in den letzten Jahren viel mit Verletzungen zu kämpfen. War komplett weg, irgendwie aus dem Fokus raus. Zwar immer dabei, aber irgendwie, man hat nichts mehr von ihm gesehen, so richtig, ne? Eines der coolsten Sachen von G. Atherton ist immer noch der Schnee-Downhill mit diesem Riesengap, dass er springt im Schnee. Verlinken wir mal in den Shownotes. Das ist sehr, sehr gut. Ja. Erinnert ihr euch?
Nee. Wo er 30 Meter weit fliegt, ungefähr. Ich frage mich, ob er mittlerweile gelandet ist. Ja, ich glaube, er fliegt, glaube ich, immer noch, ja. Ja, ja, nee, auf jeden Fall, Atherton, sehr geil. G. Atherton hat die Quali gewonnen. Das Finale war dann mal wieder ein Beleg dafür, dass diese neue Startreihenfolge, die ja jetzt dieses Jahr viel diskutiert wurde, dass die eigentlich, ja, keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat, aber es ist totaler Quatsch, weil dann G. Atherton als schnellster aus der Qualifikation als, keine Ahnung, 21. letzter Fahrer an den Start gegangen ist, also so irgendwo im Mittelfeld. Direkt vor ihm ist Rémi Thirion gefahren, der in der Quali Dritter geworden ist, und direkt davor ist Martin Mays gefahren, der in der Quali Zwölfter geworden ist. Also da kamen so 3 richtig schnelle Fahrer auf einen Schlag, aber halt irgendwo so mittendrin, wo noch niemand damit gerechnet hat, dass jetzt gerade sich so mehr oder weniger der Sieg entscheidet. Ja, und Martin Mays ist dann mit einem ziemlich großen Vorsprung ins Ziel gekommen. G. Atherton ist direkt dahinter gelandet, hatte allerdings auch, glaube, fast 2 Sekunden Rückstand. Rémi Thirion ist letzten Endes auch auf dem Podium gelandet. Ja, und dann saß der Martin Mays die ganze Zeit im Hotseat und Fahrer um Fahrer hat sich die Zähne an seiner Zeit ausgebissen. Am bezeichnendsten fand ich eigentlich den Lauf von Loic Bruni, der, glaube, auf, ja, so ungefähr zur Hälfte der Strecke lag er noch eine Sekunde vorne und auf den letzten 1,5 Minuten, also auf der zweiten Streckenhälfte, hat er dann, glaube ich, insgesamt 5 oder 6 Sekunden auf Martin Mays verloren. Der einfach, ja, man weiß immer noch nicht, wie es Martin Mays gemacht hat. Der hat einfach, ja, zu jeder kleinen Gelegenheit in die Pedale getreten, super viel Geschwindigkeit mitgenommen. Ja, ich wollte da also auch nochmal fragen. Das war ja nur dieses eine Segment und da hat ja genau jeder Fahrer also verloren. Ganz viele waren auch im ersten Teil oder in den ersten Segmenten weitaus schneller. Teilweise 1, 2, 3 Sekunden, ich glaube, oder 2,5 war, glaube ich, das Maximum. Und alle haben mindestens 3 Sekunden verloren in diesem einen Stück. Also das war ja auch kein extrem langes Stück. Also das waren, glaube ich, 30 Sekunden oder 35 oder so. Ja. Und da hat er dann 3 Sekunden rausgefahren und keiner weiß wirklich warum. Also das war sehr beeindruckend irgendwie. Ja, und das war lustigerweise, also man würde denken, hier Enduro-Fahrer, der gut in die Pedale treten kann, der wird es irgendwie in der flachen Tretpassage rausgeholt haben. Nein, der hat es im mit Abstand steilsten und technischsten Stück der Strecke rausgeholt, wo es, also da war es wirklich sehr, sehr steil, sehr wurzlig. Da wäre kein normaler Fahrer bei den Witterungsbedingungen sauber runtergekommen. Und ja, da hat Martin Mays keine Ahnung, wie er das gemacht hat, ob er irgendwie so einen Boost-Knopf an seinem E-Bike hatte oder was auch immer. Lux-Einspritzung oder so. Aber ja. Sag mal, irgendwie Messfehler oder so lässt sich da ausschließen, ja? Das lässt sich ausschließen. Okay. Also, ja, zumal du ja die Zwischenzeiten hast, also da und eine Gesamtzeit, also du hast ja verschiedene. Ich weiß gar nicht genau, wie also die Messung da funktioniert. Vielleicht kann Moritz da für das nächste Mal was vorbereiten oder so. Ja, also soweit ich weiß, du hast einen kleinen roten Chip an deiner Federgabel, der oben am Start die Lichtschranke auslöst und unten im Ziel die Lichtschranke auslöst. Und dazwischen hast du noch ganz viele Zwischenzeiten. Also fürs Fernsehen wurden, glaube ich, 2 oder 3 Zwischenzeiten gezeigt. Red Bull hat allerdings bis zu 30 Zwischenzeiten auf der Strecke. Das ist dann dieser Vergleich, wo man dann sieht, hier Fahrer A war hier im grünen Bereich, hier im orangen Bereich, hier im roten Bereich. Da werden irgendwie alle 10, 15 Sekunden die Zeiten gemessen. Und dann gibt es noch irgendein Backup-System, um die Zeiten zu verifizieren. Also ja, okay. Von einem Messfehler würde ich da nicht ausgehen. Du hast also Red Bull misst ja dann auch die Zwischenzeiten zueinander, richtig? Also du hast ja dann von Punkt B bis Punkt C und so weiter und so fort, also und dann noch die Gesamtzeit, also ich glaube auch, eigentlich kann es nicht passieren, zumal es, glaube ich, sehr seltsam wäre, wenn es nur bei Martin Mays jetzt passiert und alle anderen halt wirklich da durchkommen. Ach du, ich habe schon Sachen gesehen in Software, das wundern mich da nichts mehr. Nee, war jetzt nur rein Interesse halber, ob das, aber wenn Moritz sagt, dass es da ein Backup-System gibt, davon wäre ich jetzt auch ausgegangen, dass sie das haben, also allein schon für den Fall, dass das Hauptsystem ausfällt, also nicht nur zum Verifizieren, sondern auch tatsächlich eben als Standby,
für den Fall, dass es wirklich benötigt wird. Ich gehe mal davon aus, die machen es ja auch nicht zum ersten Mal. Das gibt es ja nur schon ein paar Jahre. Ne? Ja. Ich würde gerne Videobeweis haben, dass im Ziel nochmal nachgeguckt wird und er muss dann diese Passage nochmal fahren. Genau. Ja. Naja, und dann ganz am Ende ist noch Amaury Pierron auf die Strecke gegangen. War auch sehr nah dran an der Zeit von Martin Mays, bis es ihn auf einer der letzten Kurven mal schön abgelegt hat. Und er ist dann, glaube ich, als Zehnter ins Ziel gekommen, hat aber trotzdem die Gesamtwertung gewonnen. Und ja, war irgendwie ein sehr schräges Weltcup-Finale, aber auch der ganze Regen und so hat die französischen Fans nicht davon abgehalten, für eine unglaubliche Stimmung zu sorgen. Ja, und war halt mal was anderes. Wer tippt denn da im Hintergrund? Du, ich mach die Show Notes. Weißt du, ich spare mir gleich ein bisschen Zeit. Aber hättest du das nicht gesagt, hätte es niemand mitbekommen, weil davon hört man später nichts mehr. Ja, schneid mich doch raus. Das klingt, als wären wir einfach eine sehr emsig arbeitende Redaktion, die schweigend vor sich hinarbeitet im Hintergrund. Genau. Ja, genau. Wie im Fernsehen immer die Leute, die vorne was sagen und hinten im Hintergrund sieht man die ganze Zeit irgendwelche Leute arbeiten. Ja, die so, ja genau das oder wie früher, wie dann Telefone bei diesen Quizshows anrufen. Genau. Hier bei Aktenzeichen XY. Genau. Ja, das Team, das sucht jetzt schon, das erhält jetzt die Anrufe im Hintergrund. Ja, das wäre mal ein Fall für Aktenzeichen XY ungelöst. Wie hat Martin Mays dieses Rennen gewonnen? Ja, echt mal. Da sollten die sich mal drum kümmern. Werden jetzt entgegengenommen. Ja. Belohnung bis zu 1000 D-Mark. Ja. Okay. Leiten wir über zur Weltmeisterschaft, die nichts mit 1000 D-Mark zu tun hat, aber am Wochenende ansteht. Weltmeisterschaft in der Schweiz, in der Lenzer Heide. In der Nähe von Chur. Es ist das Dorf Lenzerheide. Oder ist es die Gegend Lenzerheide? Also ich kenne es beides irgendwie. Okay. Vielleicht ist das Dorf nach der Gegend benannt. Ich werde dies nachschlagen. So. Ja. Dafür richten wir jetzt eine Hotline ein. Wer genaueres weiß, bitte direkt an Markus. Ja, also Weltmeisterschaft Lenzerheide, halbe Stunde entfernt von Chur. Im Kanton Graubünden. Auf der Rückseite des Berges liegt Davos, was vielleicht dem ein oder anderen Zuhörer eher was sagt. Ja. Hier hat in den letzten 3 Jahren schon jeweils ein World Cup stattgefunden, so als Vorbereitung auf die WM, und jetzt ist so das große Highlight für die Region und auch für die diesjährige Downhill- und Cross-Country-Saison. Die Weltmeisterschaft, es ist super malerisch hier gelegen. Ich weiß gar nicht, wie hoch wir über dem Meeresspiegel sind. Auf jeden Fall ziemlich hoch. Die Luft ist hier sehr dünn. 1400 hatte ich, glaube ich, gesehen. Oder 1700? 1473. Ja. Ah, ja. Also wie Brandenburg. Ziel ist ungefähr. Sozusagen. Ziel liegt direkt an einem sehr, sehr schönen See. Und von da geht es hoch mit der Gondel. Die Strecke ist jetzt nicht so wahnsinnig anspruchsvoll, wie man das von anderen Strecken aus den Alpen vielleicht kennt. Es ist eher eine etwas Bikepark-lastige Strecke mit vielen, vielen Kurven, hohen Geschwindigkeiten, ein paar Sprüngen, ein paar Drops, einem recht knackigen Steinfeld direkt am Anfang. Die Strecke läuft eigentlich komplett unterm Lift lang, was sehr, sehr cool für die Zuschauer ist. In den letzten Jahren war schon immer wahnsinnig viel los. Und dieses Jahr wird es, glaube ich, nicht anders sein. Und noch spannender für die schweizerischen Zuschauer dürfte dann die Cross-Country-Weltmeisterschaft sein, die parallel hier stattfindet. Das Cross-Country-Finale ist am Samstag. Am Sonntag stehen die Downhill-Entscheidungen an. Und beim Cross-Country da war es auch in den letzten Jahren hier immer schon brechend voll, weil die ganzen Schweizer natürlich Nino Schurter sehen wollen und Yolanda Neff sehen wollen, die auch dieses Jahr als Favoriten ins Rennen gehen. Also da wird am Samstag wird es wahrscheinlich extrem spannende Entscheidungen geben. Und am Sonntag steht dann der Downhill an. Wo ich mich nicht zu einer Prognose hinreißen lassen will und eure Meinung gerne hören will. Hannes, was meinst du, wer sichert sich die schönen Regenbogenstreifen? Also
Es ist ja in den letzten Jahren eigentlich immer so, ich vergleiche, man könnte es vielleicht, wenn man den Fußball mal nimmt, ist es so ein bisschen, die WM, die hat so ihre eigenen Gesetze, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl. Das ist wie beim DFB-Pokal, so ein bisschen im Fußball. Und meistens, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ist es nicht der World Cup-Gesamtsieger, der auch nachher die Regenbogen oder das Regenbogen-Trikot holt. Von daher tippe ich tatsächlich, dass es eher nicht Amaury Pierron wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es Bruni nochmal macht. Habe ich irgendwie so ein bisschen im Gefühl. Martin Mees wird es mit Sicherheit nicht. Habe ich auch das Gefühl, weil ich glaube, wenn ich mich recht an die letzten Male in der Lenzer Heide erinnere, dann ist die Strecke auch, sind es relativ hohe Gaps, viel Highspeed. Also ich glaube, ja, ich würde mich auf Bruni, glaube ich, festlegen. Oder es wird tatsächlich noch mal Danny Hart, finde ich auch geil. Aber ich glaube, es ist eher kein Typ Strecke, glaube ich, der ihm liegt. Wobei ich meine auch gelesen zu haben, dass die Strecke sich nochmal ein ganzes Stück verändert hat. Ja, im Vergleich. Nicht so wirklich. Also eine Passage ist anscheinend neu, die jetzt auch nicht so wahnsinnig lang ist. Ja, alles Weitere wird man dann beim Trackwalk sehen. Aber ich glaube, so vom Grundcharakter wird die Strecke sehr, sehr ähnlich bleiben zu den Vorjahren. Ja. Vielleicht noch kurz als Tipp fürs Tippspiel. Drei World Cups haben bisher stattgefunden. Zweimal konnte Greg Menard gewinnen, einmal konnte Danny Hart gewinnen. Und ja, die beiden sollte man definitiv auf dem Schirm haben. Also Greg Menard ist, glaube ich, noch nicht so ganz fit nach seiner Verletzung, die er sich zu Saisonbeginn zugezogen hat. Das würde mich überraschen. Andererseits darf einen bei Greg Menard nichts überraschen. Eben. Ja, das ist das Ding. Wenn man sich mal anguckt, also ich meine, Rick Brunier ist ja amtierender Weltmeister noch und Danny Hart war es ja dann letztes Mal, 2016, ich meine, mit Danny Hart hat man 2016 auch nicht zwingend gerechnet, wenn ich mich recht erinnere. Ja, der hatte davor die drei Weltcups in Folge gewonnen. Also der hatte da so das berühmte Momentum auf seiner Seite. Dann hatte ich es doch nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Aber ja, also Bruni, das wäre dann wäre das dritte Mal in den vergangenen 4 Jahren. Von daher, ja, ich meine, ich gucke gerade, 2014 war es G. Atherton, das ist auch krass. Und letztes Jahr war die Überraschung, meine ich, noch Mick Hanna gewesen. Damit hat, glaube ich, keiner so wirklich gerechnet. Der ist Zweiter geworden letztes Jahr, ne? Genau. Ja, doch, ich glaube, ich bleibe bei Bruni. Habe ich übrigens auch im Tippspiel getippt. Bruni? Ja, der ist ja der Mann für die WMs mittlerweile irgendwie gefühlt. Ja, und was ist hier mit dem Herrn Gwynn? Habe ich auf dem dritten Platz getippt. Ja, also er ist halt, ich meine, jetzt ist er gestürzt in La Bresse. Hatte allerdings auch eine ganz gute Zeit in der Zwischenzeit, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe nicht das ganze Rennen gesehen. Und ein 29er jetzt neu, vielleicht ist er auf dem Ding schneller, wer weiß. Wäre eine Variante, ja. Aber ich, ja, wie gesagt, ich denke, Bruni würde es werden. Persönlich feiern würde ich es, wenn es wieder Greg Minard wird, würde ich sagen. Weil ich es immer voll geil finde, wenn er halt dann einfach steil geht in den Weltmeisterschaften immer. Ja, was meinst du denn, Moritz? Also eigentlich nach dem Rennen im letzten Jahr würde ich sagen, dass Aaron Gwynn der Favorit ist und dieses Mal auch wirklich verdient hätte, endlich mal Weltmeister zu werden, weil Aaron Gwynn ist ja eigentlich schon so der überragende Fahrer der letzten Jahre. Aber er hat es tatsächlich noch nie geschafft, Weltmeister zu werden. Das ist sein Kryptonit. Also irgendwie ist immer was bei einer WM passiert oder er ist irgendwie doof gestürzt oder er hatte Probleme mit dem Material oder die Strecke hat ihm nicht so gelegen. Letztes Jahr lag er hier kurz vorm Ziel, 2 Sekunden vor der Zeit von Greg Minard und dann ist ihm der Hinterreifen geplatzt.
Also letztes Jahr hätte er eigentlich das hier gewonnen. Die Strecke liegt doch, aber sonst eigentlich auch nicht, ne? Ja. Wenn da mal eine Kette fehlt oder so. Genau, aber der Felgenritt, das war doch auch sein, das war auch WM-Finale, oder? Nee, das war ein World Cup Leogang, glaube ich. Das war ein World Cup Leogang. Ja. Aber ein Mechanical, den hatte er doch, war das die Kettengeschichte? Der ist chainless irgendwo. War das ja, nicht auch Leogang? Da hat er gewonnen, das war aber auch im World Cup. Das war, glaube ich, auch Leogang, kann das sein? Ja, ja, der hat doch zweimal Leogang. Also was immer passiert ist, bei der Weltmeisterschaft auch ein Leogang, ist ihm mal die Vorderradbremse ausgefallen und dann ist er eher unsanft in einem Fangnetz gelandet. Ja. Stimmt. Also, ja. Ja, Gwyn wäre eigentlich mal dran, aber ist noch so ein Fragezeichen, weil er ja jetzt auch verletzt war und man ihm eventuell noch die fehlende Fahrpraxis anmerkt. Greg Menard wird es nicht, auch wenn ich es cool finden würde, weil ich ihn einfach sehr, sehr gerne mag. Loic Bruni wird es auch nicht, weil er, ja, weiß ich nicht, wird es einfach nicht, um was anderes zu tippen als ja, um was anderes zu tippen, als ihr es macht. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass jetzt die große Stunde von Luca Shaw schlägt. Der war dieses Jahr einige Male sehr, sehr knapp dran, war auch letztes Jahr als vergleichsweise unbekannter Fahrer schon sehr nah am Podium dran. Das könnte ich mir vorstellen, dass er das Rennen gewinnt und alle so ein bisschen überrascht. Danny Hart würde ich definitiv auf der Rechnung haben. Troy Brosnan fährt immer sehr, sehr konstant, war letztes Jahr auch sehr knapp am Sieg dran, also würde mich jetzt auch nicht wahnsinnig überraschen. Und Geheimfavorit in Anführungszeichen ist für mich Brooke McDonald, der eine super starke Saison fährt und ja, dem ich es auch zutrauen würde, dass er am Sonntag ganz oben auf dem Podium steht. Das wären so meine Tipps, also eigentlich alle. Ja, mein Geheimfavorit ist Joshua Barth. Wenn er nochmal so einen raushaut in der Quali, das fände ich auch, das würde ich auch ziemlich feiern, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Ich lehne mich übrigens bei den Juniorinnen mal ganz weit aus dem Fenster und sage Wally Höll. Ja. Aber 100% drauf wetten würde ich jetzt nicht. Die kann sich auch irgendwo ablegen und. Nein, war ein Witz. Ich bin mir sehr sicher, dass das klappt. Man darf den Druck nicht unterschätzen, weil das jeder erwartet von Wally, dass sie jetzt das Rennen gewinnt, weil sie in 7 Weltcups 7-mal gewonnen hat. Ist ja eigentlich logisch, dass sie dann die Weltmeisterschaft auch gewinnt, aber die muss auch erst mal oben am Start stehen und die muss diese Strecke mit relativ knappen Zeitabständen auch erstmal sauber runterkommen. Klar. Und ja, aber so ganz ich denke, klein beigeben werden. Event? Ja, du denkst? Achso, also ich denke aber, dass diesen Druck, den hatte die ja die ganze World Cup-Saison ja irgendwie auch, weil natürlich auch im Endeffekt nach den ersten beiden Rennen spätestens alle irgendwie erwartet haben, hier, ach komm, jetzt macht ihr auch hier die kompletten Rennen voll und gewinnt halt jedes. Ich denke, da ist der Druck auch von Rennen zu Rennen immer stärker geworden. Und von daher, also ich denke mal, wenn ihr jetzt nichts passieren sollte, ich würde sie auch wünschen, weil es einfach eine coole Fahrerin ist. Fände es cool, wenn die das Ding auch holt. Ja. Und, aber wie du schon eben eingangs gesagt hast, die Weltmeisterschaft hat ihre eigenen Gesetze. Hat die eigenen Gesetze, ja. Vielleicht gewinnt auch Fortuna Düsseldorf. Vielleicht, oder der HSV. Ich meine, letztes Jahr ist jeder davon ausgegangen, dass Finn Eils bei den Junioren gewinnt. Ist ja, nicht passiert. Stimmt. Es ist jeder davon ausgegangen, dass Rachel Atherton oder Tani Seagrave oder Tracy Hannah oder Miriam Nicole die Weltmeisterschaft gewinnt. Und am Ende ist es Miranda Miller geworden. Also, das war auch verrückt letztes Jahr. Ja, total. Von daher muss man mal abwarten. Du hast eben noch angesprochen, Joshua Barth wird so ein gutes Ergebnis zutrauen. Wäre natürlich super cool, wenn der einen raushaut. Dem wäre es definitiv auch zuzutrauen, dass er, weiß nicht, in die Top 20, Top 15 fährt. Er fährt definitiv die stärkste Saison seiner Karriere. Also muss man echt mal den Hut vorziehen. Hat sich jetzt auch am Wochenende die Gesamtwertung vom Europäischen Downhill Cup gesichert, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also auch das eine
eine super starke Leistung. Ja. Ich glaube, wer auch für ein sehr, sehr gutes Ergebnis aus deutscher Sicht gut ist, ist Max Hartenstern. Mhm. Mal wieder deutscher Meister geworden und in La Bresse ist er 15. geworden oder 14. Auf jeden Fall das beste Ergebnis seiner World Cup-Karriere. Und wenn man sich mal ans letzte Jahr zurückerinnert, wo er bei der WM in Australien die Bronzemedaille bei den Junioren gewonnen hat, also ich glaube, diese speziellen Rennen könnten ihm auch ganz gut liegen. Jo. Von daher, auf jeden Fall Daumen drücken, es wird spannend. Bitte auch mir die Daumen drücken, dass es nicht regnet oder schneit. Na klar. Sag mal, wie sieht es denn aus mit Live-Übertragung und so? Kann man das wieder wie gewohnt schauen? Das kann ich dir noch gar nicht genau sagen. Das ist bei einer WM immer etwas anders, weil da, soweit ich weiß, weiß ich nichts. Aber also alles wie immer nicht. ich meine, dass die Übertragungsrechte individuell mit jedem Land sozusagen für jedes Land ausgehandelt werden. Also dass es nicht generell Red Bull überträgt, zumindest nicht zwangsweise. In der Schweiz wird es zum Beispiel im Fernsehen übertragen, auf einem der schweizerischen Sender, die ich nicht kenne. Wie es in Deutschland ist, weiß ich nicht genau. Bei einer der letzten Weltmeisterschaften war es, soweit ich weiß, sogar so, dass es in irgendeinem großen Land, also entweder in Deutschland oder in Großbritannien oder in Frankreich, war es unklar, ob die WM überhaupt übertragen wird, bis dann Red Bull eingesprungen ist, die gesagt haben, sie machen den Livestream. Wie es dieses Jahr ist, weiß ich gar nicht genau. Das steht wohl noch nicht fest oder wir haben noch keine Informationen drüber. Ich würde aber mal davon ausgehen, dass es ist ja auch noch genug Zeit bis zum Wochenende. Also auf der Red Bull-Seite ist es auf jeden Fall angekündigt, dass am 9. am Sonntag um 12.45 Uhr übertragen wird. Allerdings ist nur ein englischer Livestream hier angezeigt. Von daher, das heißt noch nicht, dass es halt, man kann es auch noch nicht anklicken, dass es tatsächlich im Deutschen dann, ich glaube, das gab es eben auch schon mal diese Situation, dass man halt aus Deutschland nicht draufklicken konnte. Und dass es halt so eine Länderbarriere gab. Braucht man wieder ein VPN oder sowas? Ach Mann, ey. Ja, aber es wird schlecht. Also die Beschreibung ist mal auf Deutsch. Wer weiß, wir werden sehen. Aber wenn dann werdet ihr es natürlich, sobald wir was wissen, auf MTB News erfahren. Genau. Und wie immer, auf alle jeden Informationen gibt es auf der Website. Schaut einfach 10-mal am Tag vorbei und dann könnt ihr es nicht verpassen. Das Wichtigere ist aber, oder das ungleich Spannendere oder ebenso Spannende ist natürlich, dass Moritz vor Ort ist und hoffentlich wieder viele coole, farbenfrohe WM-Bikes fotografieren wird. Da freue ich mich persönlich schon sehr drauf. Oh ja, das ist immer so ein Highlight oder vielleicht sogar das Highlight, die ganzen WM-Bikes zu sehen. Da bekommen die meisten Fahrer von ihren Sponsoren wirklich Spezialbikes bzw. Speziallackierungen, teilweise auch eigens angefertigte Klamotten und farblich abgestimmte Anbauteile und so weiter. Also das ist jedes Jahr ein Highlight, auch für die Fahrer, die ihre Räder in der Regel nicht sehen, bis sie aufgebaut sind hier vor Ort. Also da freue ich mich sehr drauf. So Kinderüberraschung mäßig, ja. Ja. Das ist geil. Ja, doch, ist echt so wie ein bisschen wie Weihnachten, bis dann endlich das große Geschenk ausgepackt wird. Ja, Alu, Rohr. Sieh zu. Hier, guck mal, Hundekot braun. Wie ist diese von Evil Bikes? Nee, was war das? Mit was für Torbaum? Bitte niemals googeln. Was ist das? Markus? Ja, ich weiß auch nicht. Kannst du bitte erklären? Mit der Posaune zu tun. Du hattest du nicht den Link gepostet? Ich hatte den Link. Ach, du warst es anders. Das aus dem Forum von den Lesern hatte ich den gepostet. Ach, so. Weil Leser nämlich drauf, Leser haben es gegoogelt und ihnen wurde schlecht. Und dann nur dieses Leser-Ding habe ich gepostet, ja. Also unsere Leser waren aber wieder schneller und vor allem schlauer als wir und haben das direkt irgendwie interessiert irgendwie gegoogelt. Wie immer bestens informiert. Ja. Immer. Ja, generell sind sehr viele User sehr, sehr gut informiert über sowas, ja. Okay, das nächste Mal, wenn wir podcasten, werden wir wissen, wer die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Und zwar Erik Irmisch.
Das wäre auch geil. Das würde ich auch feiern, auf jeden Fall. Oh, das würde ich massiv feiern. Aber ich kann es mir nicht so ganz vorstellen. Andererseits, die WM hat ihre eigenen Gesetze. Von daher warten wir es ab. So, haben wir noch was zur WM? Weil wir müssen uns auch ein bisschen sputen. Weil pünktlich, nämlich für eure Information, Markus, muss mich um 15.30 Uhr weg. Und wir haben 15.09 Uhr. Genau. In der Schweiz auch, ja? Ja, okay. Hier ist keine Zeitverschiebung. Oh, krass. Also die Schweiz hat also auch Sommerzeit. Nee, stimmt, habe ich letztens gelesen. Die sind irgendwann nachgezogen, nachdem die umliegenden Länder alle Ende der 70er Jahre die Sommerzeit eingeführt hatten, ist die Schweiz dann kurz danach auch drauf eingestiegen. Und jetzt werden sie die wahrscheinlich auch bald wieder abschaffen in der Schweiz, wenn die EU das vormacht. Habt ihr das mitbekommen letzte Woche? Ja. Ja, aber soll dann die Winterzeit einfach flächendeckend eingeführt werden? Ich habe verstanden, dass die Sommerzeit eingeführt wird, flächendeckend, hat der Juncker gesagt. Schlussendlich ist es ja vollkommen egal, welche. Nein, in Anführungsstrichen. Doch, ist es. Ist überhaupt nicht egal. Nein. Natürlich ist es egal. Also, wenn du jetzt eine Stunde länger im Winter. Nein, das ist doch totaler Quatsch. Ihr müsst einfach dann euren Tagesablauf um eine Stunde verschieben und dann ist das Problem gelöst. Es ist ja genauso lange hell wie... Das bezeichnest du als egal. Ja, ich rufe einfach den Kindergarten an und die Schulen, die informieren wir auch. Es ist ja nicht so, dass im Sommer eine Stunde länger hell ist. Die haben das alle schon von sich aus geändert. Damit wir länger Fahrrad fahren gehen können. Ja, also was wirklich Quatsch ist, das sind die Leute, die jetzt tönen, dann würde uns eine Stunde geklaut werden. Ja, genau, das sowas hörst du wirklich so. Also, das Leben geht schon weiter an sich, das stimmt schon. Aber, und da muss ich das einfach sagen, es wird einfach schlagartig dunkel nach dieser Zeitabstellung im Oktober, Ende Oktober. Und also da hätte ich schon eine Stunde gerne länger, ja. Aber weißt du, was das Gute ist daran? Was denn? Für mich ist das immer das Zeichen, dass der Winterpokal losgeht. Und ich mich endlich wieder mit Hannes betteln kann, wer mehr Punkte bekommt. Geil, endlich Winter, endlich richtiges Scheißwetter, endlich, endlich nasskaltes Wetter. Ich freue mich so auf dieser Sonnenschein, geht mir so auf den Sack. Ja, endlich diese, ist er. Diese staubigen Trails, boah, furchtbar. Endlich ist er nass, ne, der Sand so richtig klitschig in den Brandenburger Wäldern. Ja. Oder nee, du freust dich wahrscheinlich, dass die Brandgefahr endlich nicht mehr so hoch ist. Dass endlich wieder ein Wald darf, ja, genau. Ja. Okay. Naja, gut. Weiter im Text. Ja, weiter im Text. Wie oft in der Sekunde denkt euer Fahrwerk mit? 1000 Mal. Punkt. Hannes, schieß los. Fox live. Ja. Fox live. Also, 1000 Mal pro Sekunde denkt dein Fahrwerk mit. Das wäre die Überschrift zu dieser neuen Technologie, die wir vorgestellt haben. Vor, ich glaube, 6 Tagen war es, am 28. August haben wir eine gänzlich neue Technologie vorgestellt. Fox, der amerikanische Federungshersteller, hat komplett neues Fahrwerk im Prinzip elektronisch gemacht und hat da überall kleine Rechenzentren eingebaut und das Fahrwerk übernimmt quasi ab jetzt mit verschiedenen Sensoren einen Großteil der Arbeit und das Ganze soll sehr schnell funktionieren und soll zum Beispiel verhindern oder ich sag mal, es soll alles Mögliche überflüssig werden. Das heißt, so ein Lockout wird überflüssig, weil dein Fahrwerk selber merkt, wenn es einen Schlag drauf kriegt und zwar so schnell, dass sobald es im Prinzip den Reifen berührt, irgendwie ein größerer Stein berührt deinen Reifen, ist da ein Bewegungserschütterungssensor am Start, funkt das sofort weiter, alles klar, und die Dämpfung wird aufgemacht und funktioniert dann. Das Ganze soll auch so funktionieren, dass du über ruppelige Strecken, wenn du die irgendwie leicht berghoch oder in der Ebene drüber fährst, im Wiegetritt das Ding selbstständig halt auf und zu macht, wie es halt gerade passt und du merkst davon eigentlich nichts, außer dass eigentlich immer dein Fahrwerk aktiv ist, wenn du es brauchst und starr ist, wenn du es halt nicht brauchst. Jens ist das System eine ganze Weile jetzt schon gefahren, er war sehr angetan und unser Redakteur Jens und Testexperte, der ist normalerweise einer, der mit Elektronik am Rad relativ wenig anfangen kann und er fand es aber sehr gut. Einziges Problem an der ganzen Geschichte ist,
dass es tatsächlich noch relativ preisintensiv ist, sag ich mal. Das kostet, also der Dämpfer plus Gabel von Fox geht ab $3,000 los und wird dann immer ein bisschen teurer, je nach Modell. Genau, und Zusatzgewicht ist nicht so wirklich hoch, 144 Gramm. Ja, ich bin es noch nicht gefahren. Ich finde das Ganze sehr interessant, aber ich denke, man muss es tatsächlich erstmal fahren, um zu merken, ob das Sinn macht oder nicht. Was meint ihr dazu? Also ich bin mir noch nicht so ganz schlüssig. Es ist ja im Prinzip so eine Art elektronisches Doping, richtig? Nein. Ja. Das ist, naja. Nee, das ist nur ein elektronischer Lockout. Es macht dich nicht schneller. Genau. Direkt. Ja, indirekt macht es dich schneller. Es steigert die Effizienz meiner Fahrt. Also es blockiert das Fahrwerk dann, wenn ich kein aktives Fahrwerk brauche, aber macht es automatisch auf, wenn ich es brauche. Und zwar so schnell, dass ich davon nichts mitbekomme. Also wenn ich irgendwie von einem sehr smoothen Trail dann einbiege, in irgendwas rumpliege, ist das Fahrwerk sofort offen, ohne dass ich irgendwas dafür machen muss. Also das Fahrwerk übernimmt die ganze Denkarbeit für mich oder das elektronische Fox Live System und spart mir im Prinzip den Griff zum Lockout. Ja, aber Cheaten oder Doping ist es ja jetzt nicht. Eine bessere Gummimischung macht dein Fahrrad auch effizienter. Wenn du so argumentierst, müsstest du ja auch die zum Beispiel rein mechanisch funktionierenden Systeme wie jetzt Specialized Brain ja auch als Doping oder so bezeichnen. Da käme aber auch niemand auf die Idee. Ja, okay, Doping war vielleicht nicht der ideale Begriff, weil ich mir im Klaren darüber bin, dass Doping jetzt insgesamt eher negativ besetzt ist. Aber lass mal nur mal so einen Begriff reinschmeißen. So einen polarisierenden. Ja, Ulrich fährt das System schon seit vielen Jahren. Nein. Das ist jetzt ein zu komplexes Thema. Ja, also ich persönlich, ohne es gefahren zu sein, glaube, dass ich es jetzt für mich selbst nicht bräuchte. Ich fahre ja vor allem Trails und Enduro und da bin ich oft auch mit anderen Leuten unterwegs, dass es mir jetzt nicht so extrem auf die Zeit bergauf ankommt, sondern da kurbel ich lieber gemütlich in der Gruppe hoch. Ich bin auch niemand, der den Lockout an seinem Fahrrad nutzt. Also ich spare mir oft den Griff zum Dämpfer und zur Federgabel. Ich kenne viele Leute, die den Lockout benutzen und die dann nach 10 oder 30 Metern im Trail panisch eine Vollbremsung machen, weil sie merken, schon wieder den Dämpfer nicht entsperrt. Das scheint aber sehr vielen Menschen zu passieren. Also wenn man dann den Antworten zu dem Thema liest, das kommt immer mal wieder durch, dass es einigen Menschen so geht, dass sie das vergessen. Ja. Ich muss gestehen, wenn ich mal irgendwie auf einem Leihfahrrad sitze, mit Vollfederung, es ist mir auch schon passiert. Man denkt einfach nicht dran. So, dafür ist es vielleicht wirklich eine ziemlich coole Lösung, wenn auch teuer. Ja. Und ansonsten, klar, es steigert die Effizienz. Man ist bestimmt schneller oder genauso schnell und muss weniger Kraft und Denkleistung aufwenden. Aber für mich ist es jetzt, zumindest in der Theorie, nicht so der Game Changer, entschuldigt bitte die vielen Anglizismen, wie jetzt eine Sattelstütze, die ich vom Lenker aus verstellen kann. Also du bist nicht so krass gestoked. Nee, ich bin nicht so geflasht. Ja. Der Stoke-Level hält sich noch im Rahmen. Der Stoke-Level war in der Dropper-Post höher, also meinst du? Ja. Ich erkenne noch nicht so ganz die Vorteile, die es mir in der Praxis bietet, gegenüber einem anderen komplett offenen Fahrwerk, was ich normalerweise fahre. Ich fahre keine Rennen, mir ist die Effizienz so ein Stück weit egal. Wie gesagt, ich fahre bergauf ganz gerne in der Gruppe und da brauche ich jetzt auch nicht das ultra-effiziente Fahrwerk, was sich automatisch sperrt, wenn ich es brauche und entsperrt, wenn ich eben die aktive Federung brauche. Von daher, ist es jetzt
Es ist jetzt nichts, was mich persönlich so extrem anspricht, aber wie gesagt, man muss es wohl erstmal fahren. Und unser Tester Jens hat ja auch, war auch ziemlich begeistert, obwohl er eigentlich eher ein Gegner von elektronischen Helfern am Fahrrad ist. Also von daher müsste man vielleicht einfach mal ausprobieren. Aktuell finde ich es einfach noch sehr, sehr teuer. Und dafür bietet es mir, zumindest in meiner Logik, keine Vorteile, die ich wirklich ausnutzen würde oder für mich als Vorteil empfinden würde. Ich denke, du hast es ganz gut zusammengefasst, dass es halt für den entspannt Berghochkurbler wahrscheinlich nicht viel bringt. Aber man hat es ja auch in dem Test gelesen, der Chris, der das auch gefahren ist, der auf einer 2-Stunden-Runde 13 Minuten rausgeholt hat damit. Also wenn man es mal ein bisschen ernst nimmt mit dem Berghochfahren, da bringt es dann wahrscheinlich schon tatsächlich eine ganze Menge. Jetzt Stichwort Effizienz. Aber bergab Effizienz. War er doch genauso schnell, oder? Ja, ich glaube, ich hatte es so rausgelesen, dass schon die 13 Minuten im Uphill zusammengekommen sind. Bergab passiert ja auch kein großer Unterschied im Normalfall. Wenn es scheppert, ist es offen. Ne? Dann fährst du halt mit deinem normalen genau. Setup darunter. Und ja klar, aber Also wo ich den Vorteil sehe oder wo ich denke, dass es einen Vorteil ergeben könnte, wäre tatsächlich im Cross-Country-Bereich, sowohl bei zum Beispiel trail-lastigen Marathons oder im Cross-Country-World Cup tatsächlich. Weil du einfach dann immer offen fahren kannst und den Rest übernimmt halt Fox Life, wie gesagt, und du kannst einfach die ganze Zeit Vollpower geben, du brauchst diesen Lockout nicht mehr. Also ich denke, in dem Bereich macht es tatsächlich genau. Sinn. Und du würdest dann, auch mehr Fullies zum Einsatz bringen können, im Cross-Country auch. Ja. Aber also für mich selber, ich sehe das insofern wie Moritz, als dass ich berghoch auch, dass mir Berghochzeiten relativ egal sind. Außer ich kessel wirklich mal eine Stunde halt mit meinem Cross-Country Hardtail. Aber wenn ich in der Gruppe fahre, dann ist es berghoch wirklich völlig egal. Außer wenn man mit Markus fährt zum Beispiel, der kesselt dann Vollgas berghoch. Vielen Bad Kreuz noch letzte Woche gestehen. Wir sind auch in der Gruppe gefahren. Ja, das stimmt. Also die Gruppe, die ist auch erst nach 20 Metern auseinandergerissen, glaube ich. Dazu muss man sagen, ich hatte auch ein leichtes mechanischen Nachteil. Ja, das war krass. Weil die Hinterradbremse, nämlich die Kolben, die sind komplett festgebacken und mein Hinterrad hat sich, wenn man es angedreht hat, ungefähr eine halbe Radlänge gedreht. Und dann hat es angehalten und ich will nicht wissen, wie viel Watt das beim Uphill gekostet hat, aber wir sagen jetzt auch nicht, welche Bremse das war, weil ganz viele Leute dann sagen würden, ach ja, na, das war ja nicht anders zu erwarten. War gut. Ich frage mich, ob dieses Fox Life, ob es das auch für, sagen wir mal, nur Hardtails geben wird oder vielleicht jetzt schon funktioniert. Das wäre ja dann vielleicht auch nochmal eine ganz interessante Sache, wenn man das einfach nur auf die Federgabel loslässt, Technologie. Ob das dann auch funktioniert. Ich bin mal gespannt, wo das ganze System eingesetzt wird. Ich hatte mich vor einigen Monaten schon mal mit jemandem von Fox über das System unterhalten. Und da wurde es mir so geschildert, dass es zum Beispiel in der Enduro World Series, auch wenn es da noch relativ versteckt gefahren wurde, dass es da wohl eine super Sache wäre, was ich auch total nachvollziehen kann, weil es da auch tretlastige Passagen gibt und man dann eben nicht mehr mit einem Lockout vom Lenker mit einer Fernbedienung rumhantieren muss und so. Deswegen hat es mich ehrlich gesagt so ein bisschen überrascht, dass in dem Test, den Chris durchgeführt hat für uns, dass der einzige Unterschied, den man mit und ohne Live-System auf der Strecke gemerkt hat oder in der Zeit rausgefahren hat, dass der in den Uphill-Passagen entstanden ist. Aber gut, es ist halt, also dieser Test, der hat ja nicht alle Situationen, die einem auf dem Trail begegnen, wiedergespiegelt. Als Nicht-Racer ist es für mich wahrscheinlich einfach aktuell noch kein so spannendes System. Ja. Wo es noch ein kurzer Nachtrag, wo es noch Sinn machen könnte, wie du auch gerade schon ein bisschen angedeutet hast, wenn ich zum Beispiel drüber nachdenke, wenn wir die Trail Trophy gefahren sind oder so, da hast du relativ häufig, gerade auf den etwas flacheren Stages, viele Wurzeln in der Ebene oder leicht berghoch oder mal leicht bergunter, wo man tatsächlich sehr viel treten muss, aber auf der anderen Seite gerne den Federweg bitte zur Verfügung haben will. Das heißt, da muss man auch immer so einen Kompromiss eingehen. Entweder du gehst halt auf so eine mittlere Dämpfungseinstellung an Gabel
und Dämpfer oder du lockst halt oder lockst halt gar nicht. Das ist halt alles Vor- und Nachteile. Entweder die Federung schluckt halt deine Energie oder du nutzt halt nicht die ganze Federung. Also ich könnte mir schon vorstellen, auch bei sowas macht das wirklich Sinn, wenn du wirklich komplett blau eigentlich dann durch so eine Stage rödelst und eigentlich keine Power mehr hast jetzt, um auf jede Wurzel zu reagieren und du würdest diesen Federweg gerne dankend annehmen. Auf der anderen Seite verlierst du halt dann wieder wahnsinnig viel, wenn es dann doch mal in die flache Ebene geht. Mhm. Also für sowas, ja, also im Enduro-Bereich könnte ich mir das bei sowas dann schon vorstellen, ja. Mhm. Nicht für mich selber, aber das könnte effizient sein dann, ja. Jetzt habe ich gerade noch eine Idee. Ich glaube, ich werde diese Woche mal versuchen, in Erfahrung zu bringen, ob Martin Mays vielleicht so ein System in La Presse gefahren ist. Gibt es eigentlich UCI-Regeln, die das erlauben oder untersagen? Weißt du das zufällig, Moritz? Würde mich ja wundern, wenn sowas nicht schon irgendwo reguliert ist bei der UCI. Es ist ja sonst wirklich alles bis ins kleinste Detail durchgeregelt. Könnte man ja nochmal irgendwie in Erfahrung bringen in den. Ich weiß nicht genau. Andererseits eine elektronische Schaltung oder eine elektronische Sattelstütze, wie sie jetzt im Cross-Country-Weltcup schon gefahren wurden, scheinen ja auch kein Problem zu sein. Aber ja, es ist eine spannende Frage, über die man sich entweder schon Gedanken gemacht hat oder über die man sich Gedanken machen muss. Im Winter jetzt, genau, und haben sie genug Zeit. Ja, aber ich meine, wer weiß, wann die Regeln festgelegt wurden und wie oft die überarbeitet werden. Also es ist halt einfach eine neuartige Entwicklung, die einen riesigen Einfluss haben könnte. Und dann ja, muss man es irgendwie ein Stück weit regulieren, damit halt für alle dieselben Bedingungen gelten. Mal guck mal, da sind sie ja sonst auch ziemlich schnell bei der UCI. Sagen wir mal, Beispiel Startreihenfolge, das kriegen sie ja auch einfach mal so zu ändern. Von einer Saison zur nächsten, ne? Ja, wobei ich es wird immer auf die UCI eingeprügelt. Nee, das war gar nicht, ehrlich gesagt. War jetzt gar nicht so gemeint als negativ. Ich meine nur, sie können sowas auch relativ schnell ändern, wenn sie möchten. Ja. Ich hatte, das war komplett ohne Wertung. Mir ist die Startreihenfolge echt herzlich egal. Ist ja auch schon eine Wertung. Mir ist nicht egal. Ich finde die aktuelle Regelung total blöd. Ich weiß nur nicht, auf wessen Mist das gewachsen ist, ob das jetzt nur die UCI war oder ob da vielleicht auch andere Interessen dahinter stehen, ob die Teams vielleicht sowas vorgeschlagen haben, ich weiß es einfach nicht. Wenn ihr, liebe Hörerinnen, eine Verschwörungstheorie dazu habt, schreibt sie uns in den Kommentaren, würde mich oder würde uns wahrscheinlich alle interessieren. Mhm. Ja. Gut, Markus, du musst in 4 Minuten weg. Ja. Also, lass uns mal durchziehen hier. Wir haben noch viele Themen. Machen wir kurz noch weiter. Wir weisen nur, also um aufs nächste Thema einzugehen, wir weisen ganz kurz auf einen sehr feinen Artikel hin, und zwar lohnt es sich sehr, das aktuelle Bike der Woche anzugucken. Das ist gestern online gegangen. Da gibt es vom User Mac Sonnenschein oder MC Sonnenschein, ich weiß nicht genau, ob es ein MC oder Mac ist, der hat ein zweites Bike der Woche mittlerweile, und zwar hat der das für ebenfalls für seinen Sohn gebaut. Oder für einen seiner Söhne, besteht aus einem selbstgebauten Fully-Rahmen, der aus 3D-Druckmuffen mit Carbonrohren verklebt besteht. Das sieht extrem irre aus und erfordert, ich will gar nicht wissen, wie viel Zeit dieses Ding erfordert hat. Es sieht aus, als würdest du es in einem absolut verrückten Laden kaufen können. Es sieht extrem perfekt gemacht aus. Nicht AliExpress. Nee, sowas kriegst du, glaube ich, nicht mehr bei AliExpress. Also richtig, sieht sehr verrückt aus. Allein diese ganze Anlenkung hinten, das ist so geil. Ja, das ist geil, unfassbar. Also echt wirklich ein krasses Teil. Und die Gabel, die hat er ebenfalls, ist eine Carbon-Gabel, hat er ebenfalls selber gebaut. Lesetipp heißt Conair, findet ihr in der Bike der Woche-Rubrik oder in den nächsten Tagen auf jeden Fall noch irgendwo auf der Startseite einfach ein bisschen runterscrollen. Also Lesetipp verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Das ist echt, da passt alles an dem Teil. Wahnsinn. Mhm. Absoluter Wahnsinn. Respekt. Ja. Wie oft pro Sekunde denkt es nochmal mit, das hat? Übrigens, diese Überschrift, die macht mich total fertig, ne? Da steht 1000 Mal pro Sekunde denkt dein Fahrrad mit. Ja, und nicht dein Fahrrad denkt 1000 Mal pro Sekunde mit. Ich weiß, aber. Das macht mich echt fertig. Ja, aber es klingt halt krasser so. Ja. Ah, geil. Okay. Also, was
haben wir denn noch? Einen Vergleichstest gab es noch, ne? Genau. Moritz, wir ebenfalls, haben noch kurz was zu den 29ern. Ja, eine Leseempfehlung von der Redaktion. Der Tipp des Tages. 29 sehr Mal denk dein... denk dein Fahrrad mit. ja, wir haben gerade einen sehr spannenden Vergleichstest von drei Vollgas-29ern. Und zwar dem Raw Madonna, dem YT Capra 29 und dem Orbea Rallon. Der Vergleichstest läuft derzeit bei uns, sind sehr, sehr ausführliche Tests und der große Abschlussartikel dürfte zu dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast veröffentlicht wird, bereits online gegangen sein. Jetzt weiß ich gar nicht, welches Plusquamperfekt-Futur das war. Wird gewesen sein, wurden. Das ist ja der BER. Das ist der Futur 3, ne? Sache. Ja. Ja, und dazu passt auch noch, dass letzte Woche auch noch zwei weitere Bikes aus dieser Kategorie, nämlich 29er mit ziemlich viel Federweg, die sich trotzdem bergauf pedalieren lassen, vorgestellt wurden. Es gibt ein neues Yeti SB150 mit einer ziemlich progressiven Geometrie, also 64,5er Lenkwinkel, super steil im Sitzwinkel, Winkel, langem Reach. Das ist 15:30 Uhr, mein Wecker. Ja, das ist ja gleich fertig. Ja. Alles gut. Und ein neues Scott Ransom gibt es auch noch. Ebenfalls ein 29er mit viel, viel Federweg. Auch da lohnt es sich, die beiden Artikel mal anzuschauen. Scheint derzeit so das heiße Ding zu sein, so 29er mit viel Federweg. Na, wahrscheinlich ja. Wissen sie jetzt, wie man sowas gut konstruiert. War ja eine Zeit lang immer das Problem, ne, mit den Hinterrädern, die nirgendwo gegenstoßen dürfen beim Einfedern. Und das scheint jetzt wohl gut zu klappen. Mhm. Richtig aggressive Enduro-Waffen. Ja. Enduro-Waffen, alles Könner. Ja, quasi potente Verkehrspartner. Spedition Kampmann. Wer sich das nochmal durchlesen will, guckt mal, achtet mal drauf bei Bang Boom Bang. Spedition Kampmann, was drunter steht. Genau, am besten in HD gucken, dann sieht man es leichter. Okay, sind wir durch mit den Themen? Wir sind so ziemlich durch mit den Themen, genau. Es wurde sich gewünscht, das werden wir in den nächsten Ausgaben dann auch fortführen, dass ein bisschen mehr Anekdoten erzählt wurden, ein bisschen Schwank aus unserem Bike-Leben und so weiter. Da haben wir schon einige Ideen. Das werden wir in den nächsten Folgen auf jeden Fall etwas ausleben können, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben. Und vor allem auch die versprochene Episode zu Fotografie auf Events. Oh ja, genau. Das wollten wir eigentlich dieses Mal schon machen, aber ja, aufgrund der knappen Zeit haben wir es dann einfach nochmal verschoben. Aber genau. So hört ihr auch das nächste Mal nochmal zu. Ah, du Fuchs. Genau. kommen wir ganz kurz in unsere beliebte Rubrik. Schaut, was ich gekauft habe. Ich habe mir gestern Abend relativ spontan auf eBay einen Dual CS 604 Plattenspieler gebraucht gekauft, beziehungsweise per Auktion gewonnen. Und da werde ich mir jetzt, also wenn es irgendwelche krassen Audiospezialisten von in unserer Hörerschaft gibt, gebt mir doch mal bitte Bescheid. Ich brauche dazu noch einen guten und günstigen Verstärker und Boxen. Hier steht billig. Ja, billige Verstärker-Boxen. Also irgendwas, was so halbwegs gut klingt. Ich will mir da so ein bisschen Low-Budget, aber nicht allzu schlechtes Audiosystem hier oben aufbauen. Brauche ich nur für Schallplatte. Und genau, gebt da mal Infos, wenn ihr was habt. Was habt ihr denn so gekauft? Gibt es da irgendwas? Autos? Moritz, ein neues Auto? Diesmal? Nee, noch nicht. Nach der WM. Nee, gekauft habe ich mir mal wieder nichts. Aber ich hatte Geburtstag und ich habe ganz tolle Sachen bekommen. Und unter anderem habe ich eine Aeropress bekommen. Yes. Und wer nicht weiß, was das ist, der hat Pech der gehabt. Der hat echt doof. Was verpasst und selber schuld. Ja, der läuft am Leben vorbei. Ja. Ja, und jetzt genieße ich frisch gepressten Kaffee aus meinem Plastikrohr. Schön.
Darüber freue ich mich sehr. Ist ein tolles Gerät für unterwegs. Moritz, hast du eigentlich mein Photoshop-Geburtstagsbild gesehen? Nee. Nein? Nein, ich habe an das meinem Geburtstag in... Oh, schade. Da war ich leider in La Presse. Wir suchen das nochmal raus und veröffentlichen es in den Shownotes. Genau. Ja. Das, achso, und ich überlege, ob ich mir einen Downhiller kaufen soll. Und zwar den 29er von Commercial. Vielleicht können die User ja in den Kommentaren abstimmen. ja. Als Auswahlmöglichkeiten gibt es Ja und Ja. Ja, meinetwegen. Na, warte mal. Ich bin ja noch dran. Warte mal. So. Ja. ich habe mir nur eine Kleinigkeit gekauft. Ach. Und zwar überlege ich, welche Kleinigkeit ich jetzt. Nein. und zwar für meine Uhr. Ich habe so eine Apple Watch mit einem original Sportarmband. Das ist so gummiartiges Material, Silikon. Weiß jetzt nicht genau, was das ist, aber so in der Art. Auf jeden Fall, wenn man einen ganzen Tag draußen in der Sonne arbeitet und dabei schwitzt, dann irritiert das unter Umständen die Haut. Und ich habe mir jetzt dafür ein Gewebearmband gekauft für die Uhr. Ist heute früh so. Wie arbeitest du denn den ganzen Tag? Du, ich habe hier zuletzt ein Gartenhaus gebaut. Also Fundament plus Gartenhaus. Und du weißt, wie die Temperaturen hier sind. Da kommt man echt leicht ins Schwitzen. Ach, die Art der Arbeit meinst du? Ja, okay. Genau. Das kann ich nachvollziehen. Ja. Jedenfalls habe ich jetzt ein Gewebearmband seit heute Morgen und das macht einen ziemlich coolen Eindruck. Ich habe nicht die 60€ Strafgebühr bei Apple bezahlt, sondern habe mir ein preiswerteres bestellt. Ja, mal gucken, wie lange das hält. Ich hoffe, dass die Uhr nicht eines Tages einfach abfällt von der Hand und ich das nicht mitbekomme. Dann war es eben Pech. Aber ich habe gehört, es gibt eh bald die neuen Modelle von der Apple Watch. Von daher. Ja. Jo, das war mein Kauf der Woche. Ich habe euch ganz kurz in den. Guckt doch mal kurz in unseren Channel da habe ich euch das Bild kurz reingeladen. Lohnt sich sehr. Ich habe da wirklich. Das kenne ich. Geil. Ja, habe ich gesehen. Habe ich gesehen. Ja, ja. Super. Ja. Wir veröffentlichen das in den Shownotes, wenn ihr einverstanden seid. Oh, was der für ein breites Kreuz hat. Hast du Rückenwind, ne? Ja. Du hast das Lenkrad auch so ganz leicht schief. Das sieht aus, als ob der Reifen ein bisschen verzogen ist. Die größte Schwierigkeit bestand, ganz kurz zur Information, ich habe Moritz auf eins seiner selbstgeschossenen Bilder vom Download World Cup montiert. Man brauchte wirklich erstmal ein passendes Bild und ein passendes Bild von Moritz dazu, das irgendwie funktioniert. Aber ja, es hat funktioniert. Das war das Einzige, was funktioniert hat. Hannes, das finde ich jetzt echt nicht in Ordnung, dass du hier solche Gerüchte streust. Ich habe mich extra für dieses Bild auf das Rad von Luca Short draufgesetzt und ich hatte ganz schön Schiss, mit Halbschalenhelm über den Sprung in Monster M zu fliegen. Ja, aber ich finde, das Bild ist echt in Ordnung geworden. Ja, du musstest dich vor allem echt an den Stewards da oben überall vorbeisneaken, dass du so auf die Strecke durftest. Ohne Rückenprotektor. Was meinst du, was ich in der Jacke bei 35 Grad geschwitzt habe? Ja, absolut. Cool. So, ey, Jungs. Alles klar. Ja, Markus muss los. Wie war das Bier? Das Bier ist wirklich, wirklich sehr gut. Es fehlt halt so der letzte Pep, sag ich mal, von einem IPA mit Alkohol, muss man einfach sagen. Aber es schmeckt, also rein was Geruch und Geschmack angeht, kommt es sehr an IPA ran. Ich kann es nur sehr empfehlen. Es ist für ein alkoholfreies Bier, glaubt man nicht, dass ein alkoholfreies Bier so schmecken kann. Von wegen alkoholfrei. Ja, das ist genau. Also mit 10%, das sind ja fast. Nein, 0,4 sind offiziell drin. Also ich kann es wirklich empfehlen. Kostet irgendwie 1,80 oder was weiß ich. Werbung wegen Markennennung. Werbung da, Marken. Ich hab letztens bei Instagram gesehen, Werbung wegen Ortsnennung. Das ist absurd. Ja. So, wir haben eine letzte Frage, bevor Markus bitte zum Schluss kommt. Und zwar würde uns interessieren, wo hört ihr denn den Podcast? Macht mal ein Foto und ladet es einfach. Das ist eine gute Idee. Das in diesem Artikel hoch. Fänden wir irgendwie ganz cool in den Bewertungen. Da lesen wir das ja öfter mal.
wer irgendwie das im Auto hört oder wie auch immer. Wenn das Auto steht, bitte nicht während der Fahrt, macht doch mal ein Selfie von euch. Ich mache auch gerade ein Selfie, wie es ist, wenn wir den Podcast aufnehmen. Oh, das ist eine gute Idee, das mache ich auch. Also für mich ist es ja immer ein Podcast. Das heißt, du hörst es immer im Ruhrpott, oder? Oder auf dem Klo? Nee. Ja, ich mache ein Selfie, dann weißt du Bescheid. Ja. Ja, und Gregor hat mir gerade noch geschrieben, ich soll alle grüßen, die ihn kennen. Ja. Ja, das kriegen wir hin. So, ich habe ein Foto gemacht. Ich auch. In den Shownotes. Cool. Alles klar. Genau, ich bin gespannt. Markus muss los, verboten, ja, Liebe läuft schon. Schickt uns die Fotos, interessiert mich sehr. Würde ich auch gern wissen, wo ihr den Podcast hört. Und nächstes Mal machen wir dann wieder eine normal gelenkte Folge, oder? Ja, würde ich sagen. Alles klar. Ja, da ballern wir uns richtig weg. Ja. Schnaps, Herrengedeck. Pfeffi statt Bier. Jeder ein Liter Wodka. Ja, vielleicht. Wie war das nochmal? Gin Tonic in der Dingensflasche? In der Bikeflasche? Im Camelback, ja. Die Tricks. Seid ihr noch da? Ja. Alle weg. Ja. Aber jetzt nicht mehr. Du musst ja jetzt los. Also geht's weg. Es war mir wie immer eine Freude. Lito. Und wir hören uns bald wieder. Machen wir. Also dann haut rein. Ciao. In diesem Sinne. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.